Okay, also, ganz wichtig jetzt. Wir müssen unseren besten Mann wieder reinholen. Auf jeden Fall. Und jetzt machen wir nochmal auf Amateur. Diesmal zeigen wir euch, wie man dieses Spiel spielt. Wir machen noch ein bisschen andere Formation. Und danach müssten wir nochmal 1500 haben. Dann können wir uns nochmal so ein tolles Pack holen. Ja, danke. Ja, nett. So. Rosa. Nein, Rosa. Holy. Und du bist zwar 63, aber du bist mies. So, und jetzt wollte ich mal gucken, wie es denn so bei uns aussehen würde. Wir nämlich mal überlegen, ob das was wird bei uns. Tja, ich auch. Also, das ist eigentlich so ziemlich meine Lieblingsformation. Und ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal so. Bist du damit einverstanden, Mr. Teddy? Ich verstehe ja eh nichts davon. Genau. Guck mal, unser beides Orangenstimme haben. Geil. Ne. Fällt mir. Einzelspieler? Ja, die Amateure, die fägen wir. Also. Tipp. Ich bin gegen die Wiener Neustadt. Wir haben sogar ein Spiel aus der Wiener Neustadt. Da links da, den Wieser Wolf. Jo. Ja, wie tippst du denn? Geht dieses Spiel aus? Achso, das Fußball-Experte. Ist ein Tipp. 4-0. 4-0 für uns. Ja, ich halte dagegen und sage 7-0. Pro Halbzeit. Bist ja auch kein bisschen optimistisch oder so. Okay, wir haben jetzt Harley. Guck mal, ich kann mit dem wahrscheinlich machen, was ich will und treffe trotzdem. La 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 la. La 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 la. Ich wusste es. Tatsächlich. Krasse Scheiße, Mann. Mit dem ich das aussieht. Okay. Hauen wir mal rein, ne? Ich fand unser altes Team cooler. Ich weiß nicht, da fehlen die Typen aus der Horde. Was waren das? Weselowski. Kroschi. Weselowski, ich erinnere mich so gut an ihn. Weselowski, nein! Was machst du für eine Scheiße? Du fliegst raus! Oh, Weselowski, Traumtor! Du bleibst für immer drin! Oh Gott. Was macht man das hier eigentlich gerade? Ich weiß es nicht. Aber einer von denen. Amateur halt. Ich weiß nicht, wie das mit diesem Fußball geht. Jetzt geht der offensiv zu weit. Das reicht mir langsam. Das Spiel verarscht einen nur. Wir müssen jetzt wirklich irgendwie versuchen, so perfekt rausgespielte Offensivkombination zu zaubern. Das bist du. Du läufst jetzt vor. Ja? Jetzt tue ich aber nur so, als würde ich ein Spiel spielen. Lauf mich hier unten frei. Du spielst mir einen Lauf. Und ich lupf. Ich treffe den Ball nicht. Okay, alles klar. Kann mal passieren. Ist ja auch der Wolf, der spielt bei 7 Neustadt, Wiener Neustadt und ja, gegen die Spielmaus. Der ist nicht unparteiisch. Der ist nicht unparteiisch. Können wir einen Schiedsrichter anheuern? Der ist unparteiisch. Ja, am Arsch. Es gibt nichts Parteiischeres als Schiedsrichter. Das scheitert. Aber es war nicht, es war immer nett rausgespielt. Ja, das stimmt. Ich verstehe auch gar nicht, warum der nicht reingegangen ist. Ist halt so. Ich meine, gut, war der Posten halt im Weg, ne? Ja! Der Tor ist stark, oder? Absolut. Wir brauchen erstmal einen Blizzard dafür. Die Blizzard. The Blizzard. Ah. Ja. Wer auch immer das eigentlich wirklich ist. Stimmt, irgendwann in der Zukunft ein großer Star. Bestimmt. Durch uns bekannt im Let's Play. Sucht die Blizzard und baut ihm eine Fanpage auf und guckt euch alle Spiele von ihm an, wo auch immer er spielt. The Blizzard. Das sieht von hier oben so aus, als hätte er immer noch Schmerzen von dem Schlag Röthers, den er da eben abbekommen hat. Einer von uns? Ich weiß es nicht, aber. Wo? Stimmt, wie heißt der? Balen? Der Stürmer. Ja. Los, Earl, hol den Ball, hol den nicht den Ball. Ich möchte schön aggressiv zu Werk gehen, aber nicht kretschen. Nur wenn du wirklich sicher den Ball kriegst, dann darfst du kretschen. Also hin und mit Kreis arbeiten. Aber nicht zu viel Sprint. Das müssen wir auch noch ein bisschen abstellen, dieses Sprinten. Wir hauen so oft auf den Sprintknopf, dass dann halt alles verkackt. Meine Meinung. Wunderschön. Ich finde es ja interessant, dass wir irgendwie inzwischen vom Geschlechteranteil der Zuschauer ich glaube 2/3 weiblich haben. Ja, denen wird das Projekt hier ganz besonders gefallen. Wer weiß.
eigentlich wieder traumhaft rausgespielt. Das war ein Rückpass. Hallo, ganz klar, ganz klar, ganz klar. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt so allgemein ankommt. Wir spielen ja eh nur Mario Kart Wii, wenn wir hier sind. Das macht dann eh wieder jeder. Sind alle wieder glücklich und zufrieden. Wir haben immer so ein Scheiß-Projekt am Laufen. Wobei Dead Space inzwischen ja auch ganz gut ankommt, wenn man es mal weitermachen will. Könnte ja sein, dass man es irgendwie demnächst mal synchronisiert. Oh Mann. Ja, ja, ja. Wunderschön, traumhaft. Pass mal. Wie geht das mit Kreis? Wäre schön gewesen, wenn er reingegangen wäre. Ich find's gut, wie dieses Mikrofon da hinten rechts, dieses weiße, wo ich gerade gegengeschossen habe, einfach aus Stahl ist. Den Ball hier zurückprallen lässt. Aber hey, wir führen 1-0 gegen Amateur-Team. Das ist. Oh Gott, nein, nein. Jetzt haben wir schon wieder dieses Problem. Was machen wir denn da bitte? Nein, nein. Das war's. Nein. Jetzt Play-Abbruch. Jetzt reicht's mir. Wie heißt der Typ denn bitte? Was ist ein geiler Name? Das ist ein Witz. Ich finde es auch cool, wie seine Teamkollegen mit dem feiern. Kann ich gerade noch eine Wiederholung zeigen? Es ist ein Traum. Der hier, nee, falsch. Da, wo ist er denn, der Stürmerstar? Da. Auf wen wird das jetzt fokussiert? Auf den Ball. Immer. Nein. Schon bei allen FIFA-Teilen so. Nee, nee, nee. Hier. Tschüsski freut sich und die beiden, der kommt dazu und was machen sie? Sie? Ja, ist gut, ja. Bravo. Okay, Frage. Sind wir dumm? Was ist mit unserer Defensive los? Besonders, wo ich jetzt gesagt hätte, dass unsere Defensive eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ach, ist gut. Ja, er war lange verletzt, das kann daran liegen. Ich kann nicht mehr. Ja, da habe ich eigentlich gedacht, das Ding, das muss es sein, das ist das Tor. Falsch gedacht. Herrlich. Oh mein Gott. Ich bin gerade überlegen, sollen wir jetzt nach dem Spiel, nachdem wir die nächsten Karten gekauft haben, dann vielleicht noch einfach so wir beide einfach gegeneinander spielen, so als Abschluss von heute und Tor. Und Kim der Ho. Sollen wir das machen oder? Oder lassen wir es lieber in dem Modus? Winter jetzt. Tor! Ich hatte einen Ball gehört. Zwei Tore. Und jetzt wurde er eingefangen und wird ins Gefängnis geworfen. Nee, ist es nicht. Und verschlagen. Aber nach dem Spiel hier muss ich erstmal das Brot in den Ofen schieben. Oh ja. Gut, du, er schiebt jetzt das Brot in den Ofen und ich hol den Booster. Wie viel Uhr haben wir jetzt eigentlich? 3:05 Uhr. Ist ja auch früh. Ja, wenn wir noch so eine Stunde spielen, denke ich, passt das. Mach ich das mit meinem Brot auch direkt in der Halbzeit. Ein Ofenbrot. Okay, ich stelle mich jetzt hier oben in die Ecke. Und warte, und ich warte, und ich warte. Kommt dann auch durch. Was war das denn? Das warst du. Kannst du mich erzählen, dass da unten kein anderer stand, auf den ich hätte passen können? Hast du auch da unten hingelenkt? Ja. Lüger. Cool, wir sind beiden aufs Bein getreten. Wir sind schon sympathische Kerlchen. Und aus dem Gegner kommen wir jetzt, zertreten ihn. Ameise. Leslie. Boah, Leslie dribbelt sich da fest, spielt wunderschön zu Earl ab. Earl dreht sich einmal um sich selbst, macht Kacke, macht nochmal Kacke. Ich will einfach diesen Gegner kaputtballern. Du bist schrecklich. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Ja, warum ist schon wieder nur ein Verteidiger da? Er wollte das ganz alleine machen. Juhu, wir führen so. Oh Gott, wir sind gerade miserabel. Okay, Teddy geht Brot backen, ich spiele einfach weiter. Teddy hat sich wehgetan, das heißt, wir haben jetzt noch einen Verletzten, aber ist das egal. So, los geht's.